Das ist das erste Schinkelfest auch bei mir. Und ich habe gesehen, dass es ja doch recht locker zuging. Selbst unser Senator hat klug und gleichwohl locker gesprochen. Und deswegen erlaube ich mir zwei Vorbemerkungen. Das eine ist, dass ich Wolfgang Schuster und Melanie Semmer stellvertretend für den AIV danke, dass ihr mir diese Ehre zukommen lasst, eine Schinkelrede zu halten. Du weißt, Wolfgang, ich habe erst Nein gesagt, natürlich, das tut man so. Und dann habe ich mich aber doch gefreut, weil Sie können ja so schlecht jetzt weg. Sie müssen jetzt eine halbe Stunde etwa mir zuhören und ich habe Gelegenheit, was mir wichtig ist, was ich tatsächlich in 20, 30 Jahren Berufs- und Hochschulpraxis so langsam entwickelt habe, Ihnen zu vermitteln. Daran können Sie sich dann reiben. Das zweite Vorbemerkung. Ich habe dann überlegt, wer sitzt hier alles? Ich kenne so ein bisschen das Altersspektrum im AIV, dann sind aber auch jüngere Leute da, Studierende, Architekten, Ingenieure, Politiker, verschiedene Parteien. Und für die alle soll das interessant sein. Das ist doch schier unmöglich. Und dann habe ich gedacht, ich spreche einfach über das, was mich selbst interessiert und Sie müssen damit zurechtkommen. Ja. Weil das ist immer das Beste. Man macht dann das, was einem wichtig ist und trägt das einfach vor. Und so ist dieser Vortrag entstanden. Ingenieurbaukunst, Heimkehr, Aufbruch. Prolog, Kunst aller Orten. Hedwig Bollhagen, die große Töpferin der DDR, war bescheiden. Kunst, manche nennen es so, ich mache Teller, Tassen und Kannen. Ost wie West vermochte sie mit ihrer der Tradition von Werkbund und Bauhaus verpflichteten Gebrauchskeramik zu begeistern. Nach der Wende wurde sie mit großen Worten nahezu überschüttet. Die alte Dame blieb wohltuend zurückhaltend. Vielleicht konnte Frau Bollhagen das stete Gerede um ihre Kunst einfach nicht mehr hören. Vielleicht war sie auch nur verärgert über jene inflationäre Tendenz zur sprachlichen Nobilitierung selbst des Trivialsten, die zwischenzeitlich offenbar zum Standardrepertoire der PR-Agenturen gehört und längst weite Bereiche auch unserer Kommunikation durchwuchert. Der Fantasie im Einsatz von Kunst, Kultur, Philosophie und anderen Wortveredlern scheinen keine Grenzen mehr gesetzt. Von der Kultur des Fondsmanagement über die Philosophie der Direkteinspritzung bis zu edlen Serviettenhaltern reicht die schwachsinnige Vernutzung von Sprache. Mit Mühe nur kann man sich ihr noch entziehen. Nun hat die Kunstwelle definitiv auch noch das Bauingenieurwesen erreicht. Schon seit einiger Zeit agiert die Schweizerische Gesellschaft für Ingenieurbaukunst. In Berlin hat sich die Ingenieurkunstgalerie zum Ingenieurkunstverein entwickelt. Gleich mehrere Archive für Architektur und Ingenieurbaukunst wurden begründet. Einzelne Bundesländer richten Tage der Ingenieurbaukunst aus. Eine Wanderausstellung Ingenieurbaukunst Made in Germany tourt durch die Republik. Die Bundesingenieurkammer gibt nun schon seit 2001 das Jahrbuch Ingenieurbaukunst in Deutschland heraus. Und zudem zeichnet sie seit 2007 in einer sehr erfolgreichen Kampagne historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland aus. Von der Stiftung Baukultur im Übrigen gar nicht zu reden. Kunst aller Orten. Nicht der Terminus Ingenieurbaukunst an sich überrascht, der Begriff ist ja nicht neu. Bemerkenswert jedoch ist seine unversehens signifikant zunehmende Verbreitung, verbunden mit der Beobachtung, dass es nicht mehr nur etwa Außenstehende oder Ruheständler sind, die nun über Ingenieurbaukunst reden, es sind gerade auch die Bauingenieure selbst, die nun die Kunst für sich zu reklamieren beginnen. Was steckt dahinter? Argwohn kommt auf beim Blick auf die Realitäten der Bauproduktion und ihrer Planung. Deren überwiegende Masse ist alltägliches Handwerk, von Kunst ist da keine Rede. Flüchten wir Bauingenieure uns vielleicht deshalb in Oasen angeblicher Baukultur und Ingenieurbaukunst, weil wir den Alltag nicht mehr aushalten? Die durchwuchernde Normen, Richtlinien und Bauproduktenlisten verregelte Planungspraxis, die hektische Abarbeitung immer größerer Bauvolumina, in immer kürzeren Planungszeiten, den allen Bekenntnissen zum trotz fortschreitenden Ressourcenverbrauch und nicht zuletzt die Sinnentleerung einer nicht mehr Nachfrage,
sondern angebotsorientierten Bauproduktion, die in der Bereitstellung stereotyper Flächenkapazitäten ohne Bedarf, Gesicht und ohne Bauherren einmündet. Ich spreche noch gar nicht von dem, was wir da bauen. Das ist oft schlimm genug in vielfacher Hinsicht. Ich spreche nur von dem, wie wir da bauen. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen, schrieb Friedrich Nietzsche im Sommer 1888. Brauchen wir Ingenieure unseren Schuss Kunst, um die Realitäten der Bau- und Planungsproduktion überhaupt aushalten zu können? Baukultur, Ingenieurbaukunst als Drogen, um Realität ertragbar zu machen, als bunte Bilder, um überhaupt noch Nachwuchs zu generieren, als Kampagne vielleicht nur, um Bautechnik Made in Germany besser vermarkten zu können? Gerade jetzt, wo der Ruf deutscher Bauplaner plötzlich auf dem Prüfstand steht, weil sie offenbar nicht einmal Flughafen können. Vorsicht scheint angeraten. Bald 2 Jahrhunderte lang haben sich Bauingenieure gerade in Abgrenzung von Kunst definiert. Nun reden sie zunehmend davon. Was hat das zu bedeuten? Ich möchte die halbe Stunde Zeit, die Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schenken müssen, dazu nutzen, um mit Ihnen zunächst kurz darüber nachzudenken, woher der Begriff Ingenieurbaukunst eigentlich kommt und für was er steht. Dann will ich Ihnen die These nahebringen, dass Ingenieurbaukunst, die den Namen verdient, stets unmittelbar mit sehr traditionellen Tugenden guten Konstruierens verbunden war und ist. Klammer auf, Schinkel hätte seine Freude daran, Klammer zu. Um schließlich zumindest in Stichworten die Parameter zu umreißen, die uns helfen könnten, diesen Tugenden und einer damit verbundenen Haltung gleichermaßen realistisch wie mutig wieder mehr zur Geltung zu verhelfen. Gegenstand wie Anlass legen es dabei eigentlich nahe, dass das uralte Thema Architekt und Ingenieur angemessen aufzugreifen. Ich werde es nicht tun. In dieser Schinkelrede soll allein der Bauingenieur viel zu oft im Schatten, viel zu oft in der zweiten Reihe, viel zu oft sprachlos im Fokus stehen. Nicht der Techniker, der Ingenieur. Ich werde mir im Übrigen auch nicht etwa anmaßen, Noten zu verteilen für gute oder misslungene Ingenieurbaukunst. Zunächst mit großen Bildern vielleicht spektakulärer Brücken, Hallen, Stadien zu begeistern suchen, um dann genüsslich in die misslungenen Abgründe einzutauchen. Ich hätte eine wunderbare Bildersammlung dazu. Das mag ein jeder von Ihnen selber tun, wenn er sein Auge nur ein wenig schult. Sie werden hier gerade einmal 6 Folien sehen. Und schließlich werde ich diese Zeit auch nicht mit den üblich wohlfeilen Seitenhieben auf schwierige Großprojekte von BER bis Staatsoper vergeuden. Lassen wir sie heute stehen als Herausforderungen, die aktuell gelöst werden müssen, und perspektivisch als Themen, auf die wir strategische Antworten entwickeln sollten. 1. Die Erfindung der Ingenieurbaukunst. Von Kunst handelt Vitruvs De re architectura libri decem noch kaum. Das von ihm zur Zeit des Augustus entwickelte Anforderungsprofil lotet architektonische Kompetenz vielmehr allein zwischen Theorie und Empirie aus. Neben handwerklichen Erfahrungswissen wird vom Architekten wissenschaftlich generiertes Wissen aus Philosophie, Ästhetik, Geschichte und vielem anderen erwartet. Baukunst aus Architektura machen erst die deutschen Übersetzungen und Traktate an der Schwelle zur Neuzeit. Bis eben dahin bleibt die von Vitruv gesetzte Trias aus Utilitas, Firmitas und Venustas paradigmatisch zur Beschreibung der Pole, zwischen denen der Baumeister sein Bauen zu verorten habe. Erst das 18. und 19. Jahrhundert bringen dann die Teilung und die Ausformung zweier Berufsbilder, Bauingenieur und Architekt. Die Geschichte des modernen Ingenieurs ist eine Trennungsgeschichte. Es trennt sich der Architekt vom Ingenieur und entledigt sich dabei der Verantwortung für die Firmitas, und es trennt sich der Bauingenieur von der Baukunst und begibt sich der Verantwortung für die Venustas. Bereits an der Wende zum 19. Jahrhundert zeigt das Vitruvsche Einheitsideal von Architektura deutlich seine Risse. Es wird noch großartig inszeniert und doch löst es sich längst auf. Auf der einen Seite finden wir die zeittypisch prachtvollen Projekte enzyklopädischer Zusammenschauen des gesamten in Jahrhunderten akkumulierten Wissens von Bautechnik und Architektur. Jean Rondelets Traité théorique et pratique de l'art de bâtir
erschienen seit 1802 in Paris, kann hier als die bedeutendste dieser Sammlungen gelten. Schinkel hat sie eifrig studiert. Noch Jahrzehnte später, nachweisbar in den Studien für sein eigenes, nie vollendetes enzyklopädisches Projekt des architektonischen Lehrbuchs. Übersetzen wir Rondelets Titel wörtlich und lassen ihn uns auf der Zunge zergehen. Theoretische und praktische Abhandlung über die Kunst des Bauens. Welch einzigartig synthetischer Anspruch. Und dann schauen wir, was nur wenig später die deutsche Übersetzung der 1826 erschienenen Vorlesungen zur Baustatik des Claude-Louis-Marie-Henri Navier aus dessen neutralem französischen Titel macht. Das in seiner Bedeutung dem Rondelet vergleichbare, epochale Werk erscheint in der deutschen Übersetzung Rühlmanns 1851 nun als Mechanik der Baukunst. Kunst wird mechanisiert. Wie ließe sich die Genese des Bauingenieurs besser in drei Worten zusammenfassen? Und wozu auch noch Kunst? Selbst wenn sie sich noch gar nicht so nennen, sind die Ingenieure doch zu dieser Zeit längst auf bestem Wege, kunstlos zu den Helden der Geschichte zu avancieren. Eindrücklich bezeugt etwa das 1845 für die Versammlung deutscher Baumeister in Halberstadt eigens komponierte Festlied, singt man hier im AIV eigentlich auch, immer noch, das bereits strotzende Selbstbewusstsein dieser neuen Ingenieurarchitekten. Ich zitiere, wer bahnt dem Fuße sichere Wege, wer zwingt den Strom, wer schützt den Strand, wer legt dem Fortschritt Eisenstege, wer bändiget der Städte Brand, wo Wogen stürmen, Flamme leckt, da hilft der kühne Architekt. Das ist nicht mehr der Baukünstler, das ist einer, der rechnet und die Ärmel hochkrempelt. Bis heute ist die Abkehr von der Zuständigkeit für die Baukunst konstituierender Kern des Selbstverständnisses der Ingenieure. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war der Trennungsprozess recht eigentlich abgeschlossen. Doch eben da geschieht etwas außerordentlich Erstaunliches. Gerade erst haben sich die Bauingenieure mit Haut und Haaren dem Ideal kunstloser Wissenschaftlichkeit verschrieben. Da beginnen andere mit Blick auf die von den Ingenieuren, Zitat, errechneten Skelette, über eben jene Kategorie nachzudenken, der die Ingenieure doch so vehement entsagen, über die ihrem Bauten ganz eigene Kunst. Offenbar sind diese sonderbaren Bauingenieure, ohne dass es sie eigentlich interessiert, auf dem besten Wege, eine neue, ganz eigene Art von Baukunst zu entwickeln. Doch es sind andere, die das entdecken und sie für bedeutsam finden. In seiner Kritik der Pariser Galerie de Machines, dieser epochale Bau mit 110 Meter lichter Spannweite, sensationell in der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, etwa fasst der Architekt Henry van der Velde 1889 dies kurz und einprägsam zusammen, diese Künstler, die Schöpfer der neuen Architektur, sind die Ingenieure. Die stößt nicht etwa auf allgemeine Zustimmung, erinnert sei nur an William Morris' Wertung der Forth Bridge nördlich von Edinburgh, als the supremest specimen of all ugliness. Oder Karl Schefflers Verachtung gegenüber den 1896 bis 1902 errichteten Viadukten unserer ersten Berliner Hoch- und Untergrundbahn. Ungeachtet der, Zitat Schäffler, primitiv raffinierten Großartigkeit gewisser Ingenieurwerke, kann das Ingenieurwerk niemals Kunst werden, weil es ihm an Freiheit gebricht. Konstruktion ist nicht Kunst. Doch wie immer sich die Kritiker positionieren, der Begriff der Ingenieurbaukunst ist erfunden und beherrscht die Architekturdebatten. Den Bauingenieuren bleibt das ziemlich egal. Sie rechnen und bauen. Das Wilhelminische Kaiserreich hat sie auf den Zenit ihres Ansehens geführt. Der deutsche Stahlbau genießt weltweit höchste Anerkennung. Der junge Eisenbetonbau entwickelt sich gerade in seiner theoretischen Fundierung zu einer international gefragten deutschen Angelegenheit. Die technischen Hochschulen sind aufgewertet, das Promotionsrecht erkämpft und alle Welt staunt über jeden neuen Rekord der Ingenieure. Schlagartig zerbricht dann der Erste Weltkrieg die aufgebaute Konnotation von Ingenieur und Fortschritt. In der Zwischenkriegszeit folgt der Absturz, ein bitterer Ansehensverlust, zudem Wirtschaftskrise, Auftragsmangel, Arbeitslosigkeit. Und genau hier holen die Nationalsozialisten die Bauingenieure schon vor 1933 ab.
Das Wunderwerk, Zitat, der Reichsautobahnen steht dabei nur prototypisch für das große Projekt der technischen Modernisierung des gesamten Staates, das dem NS eben auch innewohnt. Bautechnik ist plötzlich wieder mit Begeisterung verbunden. Fritz Todt wird zur Ikone einer ganzen Generation, man lese nur die Erinnerungen des jungen Fritz Leonhard. Von der Dreckarbeit spricht man nicht, nicht von Dischingers Arbeiten für die KZ-Fabriken im Mühlberger Loch, nicht von Dorpmüllers Logistik für die Bahntransporte nach Auschwitz. Eben weil der neue Aufstieg so rasant und so hoch ist, ist der zweite Fall so tief. Nicht, dass nach 45 nicht wieder gebaut wird, im Gegenteil, diesmal gibt es keinen Bruch und die Netzwerke arbeiten gut geölt weiter. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wird zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte für die deutsche Bauindustrie. Eigentlich machen auch die Bauingenieure alles wieder richtig. Und doch sinkt ihr Ansehen immer weiter. Dies ist kein spezifisch deutsches Problem, aber es ist hier schärfer als andernorts. 1945 ist hier etwas eminent Wichtiges zerbrochen. Wie ein dunkler Schatten liegen die verdrängten Rollen im NS auch auf den Bauingenieuren. Sie haben ihre Geschichte verloren. Eben weil für Tradition und Stolz kein Platz mehr ist, verschreiben sie sich bedingungslos dem neuen Modernitätsversprechen. Von Kunst ist nun erst recht keine Rede mehr, viel dafür von wissenschaftlicher Perfektion und noch besseren Normen. Attraktiv ist das nicht, man möchte verzweifeln. Dienstbare Zwerge nennt Brecht die Techniker im Galileo Galilei. Die Filmgeschichte ist voll von Ingenieuren als willfährigen Handlangern oder schlicht den Losern. Und selbst bei Donald und Dagobert Duck kommen sie häufig schlecht weg. Das ist die Folie, vor der die Bauingenieure gegen Ende des 20. Jahrhunderts schließlich Ingenieurbaukunst als Kategorie auch für sich entdecken. Kann das ernst gemeint sein? Sollen wir ihnen vor diesem Hintergrund nicht eher raten, lass es sein, plane, rechne, richte, bleib bei deinen Leisten, aber lass ab von der Kunst. Nein. Unstrittig ist Vorsicht geboten gegenüber Etikettenschwindel und vordergründiger Vernutzung. Ingenieurbaukunst ist ein zu wertvolles Gut, um es inflationär zu verschleißen. Doch verstehen wir das erwachte Interesse als Chance, als Herausforderung. Hecheln wir nun nicht etwa vordergründigen Show-Effekten hinterher, sondern tun mit Hedwig Bollhagen im Kopf, andere nennen es Kunst, ich nenne es Brücken, Hallen, Häuser, tun zunächst noch ernsthafter und sorgsamer eben das, was wir doch können, aus einem tiefen Verständnis von Material und Struktur mit hoher Methodenkompetenz verlässlich dauerhafte und gut gestaltete Konstruktionen zu entwickeln, nicht mehr und nicht weniger. Und besinnen wir uns dabei eben jener Werte, die vor mehr als einem Jahrhundert dazu geführt haben, dass andere in unseren Produkten die Kunst entdeckten, Werte, von denen recht einige sich scheinbar schwer in die heutige Zeit einzupassen scheinen. Sprechen wir von Tugenden. 2. Von elementaren Tugenden. Tugend. Altbacken, wohl auch zu einfach und zu rein, erscheint uns das Wort, als dass wir es noch verwenden möchten. Längst sind andere Begriffe an seine Stelle getreten. Leitbild ist so einer. Welche Bilder leiten den Ingenieur? Sicherheit, Schnelligkeit, Termintreue, Effektivität, hohes Kompetenzniveau. Die Anforderungen sind allerorts beschrieben. Ein fachkundiger, leistungsfähiger, zuverlässiger Partner soll ich sein, im Team zu arbeiten vermögen, interdisziplinäre Kooperationsbereitschaft ebenso besitzen wie Kreativität, Fantasie, die Kraft zur Menschenführung und so weiter und so fort. Wagen wir, von Tugenden zu reden. Tugenden sind kleiner, bescheidener. Sie stehen in der zweiten Reihe, doch sie sind auch direkter, konkreter, einfacher. Vielleicht gefällt mir der Begriff Tugend auch deshalb so gut, weil Altes, weil Tradition mitschwingt. Tugend ist nicht nur auf Zukunft, sondern auch auf Herkunft ausgerichtet. Wie steht es mit den spezifischen Tugenden des Bauingenieurs? Nur 3, 4 seien in rascher Folge exemplarisch genannt. Man könnte sie auch als Haltungen zum Konstruieren interpretieren. Einfach. Einfachheit gehört dazu. Größtmögliche Einfachheit als ein erstes Optimierungskriterium. Mehr als je zuvor kommt ihm heute im Zeichen omnipotenter Rechentechnik besondere Bedeutung zu.
Die Besten unter den Ingenieuren wussten schon immer darum. Eugène Freycinet beispielsweise, virtuoser Pionier des Bauens mit Stahl und Spannbeton in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Geschult an Frankreichs Eliteschule der École Polytechnique, hat doch stets betont, dass die Verankerung im Handwerk sein Ingenieursein weit mehr geprägt hat. Sie war es, die ihn, einen der ganz großen Bauingenieure des 20. Jahrhunderts, letztendlich die einfachen Lösungen finden ließ. Respektlos sprach er im Rückblick auf die École Polytechnique von, Zitat, Mathematikern, die die Natur nur durch eine Wolke aus X und Y sehen. Am klarsten für mich aber hat schon ein halbes Jahrhundert zuvor kein anderer als Johann Wilhelm Schwedler, wohl der bedeutendste Ingenieur Preußens in dem an faszinierenden Ingenieurpersönlichkeiten nicht armen 19. Jahrhundert, dasselbe Primat in der ihm eigenen prägnanten Kürze formuliert, Zitat Schwedler, ich lehre das jedes Semester, jedes Wintersemester meine Studenten, es gilt, jede Aufgabe so lange durchzuarbeiten, bis die einfachsten Mittel für ihre Lösung gefunden sind. Erfahrbar, anschaulich. Zur Kultur des Einfachen gehört zugleich das Bestreben, sich stets ein anschauliches Modell des Lastflusses zu bewahren, den Lastabtrag erfahrbar zu halten. Wie schwer das in einer Zeit geworden ist, die einst utopische Weiten und Höhen fast lässig zu realisieren vermag, belegen zahlreiche Katastrophen. Als nahezu prototypisch kann der Einsturz der Eisenbahnbrücke über den St. Lorenzstrom in der Nähe von Quebec City gelten, bei dem 1907 noch während der Errichtung 74 Arbeiter ums Leben kamen. Die Untersuchung der Ursachen ergab, das ist jetzt etwas für die Bauingenieure, dass ein zusammengesetzter Gurtstab offenbar infolge Biegedrillknickens versagt haben musste. Die Konstrukteure hatten den Querschnitt durch lineare Extrapolation aus vergleichbaren, aber kleineren Tragwerken bestimmt. Ein verhängnisvoller Fehler bei nichtlinearen Stabilitätsproblemen. Vielleicht wären sie vorsichtiger gewesen, hätten sie jene anschauliche Vorstellung von der Belastung des Stabes gehabt, die nach dieser Katastrophe im Scientific American publiziert wurde. Die Bildmontage, Sie sehen sie hier, lässt die ungeheure Beanspruchung des versagenden Druckstabs durch eine Verschiebung der uns vertrauten Wahrnehmung erfahren. Sie zeigt den Gurt als Stütze, deren Last nicht aus dem wenig anschaulichen Kraftfluss eines Fachwerks resultierte, sondern in exakt derselben Größe durch die USS Brooklyn aufgebracht wurde, einen eben 9215 Tonnen schweren Kreuzer. Dauerhaft. Dass seine Bauten dauerhaft sein sollen, welcher Ingenieur würde das nicht für sich reklamieren? Und doch hat unser Denken und Sprechen über Dauerhaftigkeit einen schalen Beigeschmack. Es vollzieht sich nur noch vornehmlich vor Folien wie Materialermüdung, Restlebensdauer, Abschreibungszyklen. Restlebensdauer. Was für ein Terminus. Von vornherein auf das Ende ausgelegt. Was wir vernachlässigen, ist die Suche nach einer menschlichen Dimension von Dauerhaftigkeit und Alter. Lässt sich Altwerden nicht noch ganz anders denken? Wie altert die Brücke, wie das Haus, wie die Fassade, finde ich nach 30, nach 50, nach 100 Jahren Patina? Oder finde ich Rost und immer neuen Rostschutz? Viele unserer Bauten und Werkstoffe können eigentlich nur neu und jung sein oder sie müssen eben ausgetauscht werden. Altern kommt da nicht vor. Ich halte es für elementar, gerade auch als Ingenieur, einem Teil unserer Werke die Würde des Alterns zu schenken. Gestalten und streiten, und schließlich sei in der gebotenen Kürze noch eine letzte Tugend in Erinnerung gerufen, der Mut, Tragwerke nicht nur zu realisieren, sondern zu gestalten. Solch Mut zur Gestaltung erfordert neben hoher konstruktiver Kompetenz die Schulung des Blicks und er setzt ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein voraus. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es an beidem heute noch mehr mangelt als vor 100 Jahren. Schauen wir nur, wir, die Ingenieure, in die prominentesten Foren, die Fachzeitschriften. Wann noch kommt es dort zum produktiven Streit, zum intelligenten Diskurs? Der Mut zur ingeniösen Gestaltung impliziert zudem das Bekenntnis zur Eigenständigkeit, zur Autonomie des Ingenieurs.
und erfordert die Bereitschaft zu Kritik und Streit. Gerade damit tun wir Ingenieure uns erstaunlich schwer. Das muss nicht so sein. Ich erinnere nur an den Ingenieur Karl Bernhard, ein Berliner jüdischer Abstammung, einen beeindruckenden Tragwerksplaner im besten Sinne. Bekannt ist sein heftiger Streit mit Peter Behrens über die von beiden gemeinsam entworfene Turbinenhalle in Berlin-Moabit. Als Behrens in diesem Streit gereizt die, Zitat, notwendige Unterordnung der Konstruktion unter die künstlerische Zweckmäßigkeit postuliert, setzt Bernhard dem offensiv das Primat des Zivilingenieurs im Ingenieurbau entgegen und akzeptiert Behrens von nun an nur noch als, Zitat, künstlerischen Beirat. Gleich wie man zu diesen Positionen stehen mag, wesentlich ist, es ist der Ingenieur Bernhard, der sich nicht scheut, Position zu beziehen, einen Streit auch öffentlich auszutragen und damit eine höchst fruchtbare Debatte über das Verhältnis von Struktur, Werkstoff und Gestalt sowie die Rollen von Ingenieur und Architekt im deutschen Industriebau anzustoßen. Drei Parameter eines Aufbruchs. Zurück zum Ausgangspunkt. Um als Ingenieurbaukunst nicht nur rasch verbrauchte Konstruktionsevents zu produzieren, sondern Bau- und Tragwerke, die nachhaltig die Vitruvsche Trias von Verlässlichkeit, Gebrauchstauglichkeit und Anmut zeitgemäß neu zu lesen und entwickeln vermögen, ja selbst nur um Strategien zu finden, die das Risiko künftiger neuer Desaster im Planungsdschungel von Großprojekten einzudämmen in der Lage sind, braucht es wieder mehr Ingenieure mit belastbaren Haltungen. Kein anderer als Karl Friedrich Schinkel hat um 1830 im Einleitungsentwurf für das geplante architektonische Lehrbuch in drei knappen Worten die paradigmatische Bedeutung umrissen, die in dem Bereich des Konstruktiven, vielleicht gar dem des Ingenieurs, für die gesamte Baukunst zukommt. Zitat Schinkel: Um irgendein Anhalten in dem weiten Felde der Architektur unserer Zeit zu gewinnen, wo die Verworrenheit oder der gänzliche Mangel an Prinzipien in Beziehung auf Stil überhand genommen, spreche ich folgenden Hauptgrundsatz aus: Architektur ist Konstruktion. Punkt. Was wären die Parameter des Aufbruchs zu einer Ingenieurbaukunst, die Schinkels Anspruch einzulösen vermag? Wie ließen sich Haltungen entwickeln, die diesen Namen verdienen? Was gelte es, unsere Studierenden zu lehren, jenseits von Mechanik und Mathematik, von ingenieurwissenschaftlichen Modellen und Methoden und vor allem jenseits der in einem wissenschaftlichen Studium noch immer viel zu präsenten Bemessungsnormen? Freude an der Arbeit zum Beispiel. Ingenieursein fordert heraus und das macht Spaß. Ich kann diese griesgrämigen Kollegen nicht mehr sehen, die dann mit zusammengekniffenen Lippen ihren Technikeralltag verwalten und sich eigentlich nur nach dem Feierabend sehnen. Welch anderes Bild entwirft da etwa Paul Valéry, Poet-Philosoph des frühen 20. Jahrhunderts, in seinen faszinierenden Studien zu Leonardo da Vinci? Valéry nutzt den schönen Terminus der Freuden der Konstruktion. Zitat: Wer sich nie an das Abenteuer einer Konstruktion gewagt hat, die schon abgeschlossen ist, wenn die anderen sie erst beginnen sehen, wer nicht auf dem blanken Weiß der Seite ein Bild geschaut hat und wer nicht im lichten Luftraum ein nicht vorhandenes Bauwerk erblickt hat, wer nicht Schwindel angesichts des Abstandes von einem Ziel ergriffen hat, der kennt auch nicht den Reichtum und die Ergiebigkeit, die geistige Spannweite, die den Tatbestand des Konstruierens erhält. Freude an der Arbeit. Neugier, auch so ein Parameter, der uns so gerne ausgetrieben wird. Im besten Sinne neugierig müssen Ingenieure sein. Was waren denn ein Leonardo, ein Rondelet, ein Schwedler, ein Fressinet, wenn nicht unglaublich neugierig? Berlin braucht wieder Visionen, titelte unlängst noch der Tagesspiegel. Wie können wir Ingenieure denn dazu beitragen, wenn nicht durch brennende Neugier? Und doch in einem Zug auch Mäßigung. Eines unserer Probleme ist doch unser unglaublicher methodischer Reichtum. Im 19. Jahrhundert setzten die noch relativ begrenzten Verfahren der analytischen und graphischen Statik dem Entwerfen und Konstruieren gleichsam natürliche Grenzen, zwangen die Ingenieure und Architekten, so klug wie irgend möglich den Lastflüssen zu folgen.
Heute können wir theoretisch fast alles, zumindest die noch so unsinnigste Konstruktion, irgendwie hinrechnen. Wenn ich nur daran denke, welch grauenhaftes Tragwerk für das Dach der Elbphilharmonie zurechtgeschustert wurde, Klammer auf, und wohl zu einem Preis, der natürlich deutlich unter dem der HUAI lag, Klammer zu. Halten wir ein mit dem Hinrechnen, mäßigen wir uns. Noch eines, Aufrichtigkeit. Jeder von uns, der ein Büro verantwortet, weiß, dass gute Planung Kompetenz, Zeit und Geld erfordert. Und doch machen viel zu viele von uns immer wieder mit beim Unterbieten der Mitbewerber. Was soll dabei herauskommen? Aufrichtigkeit, das heißt aber auch, dem Bauherren und gerade auch dem Öffentlichen von Beginn an ehrlich zu sagen, was das Bauen kosten wird. Das ist nicht immer leicht. Zu oft hören wir dann doch, bitte verstehen Sie, ich muss den Beschluss noch durch die BVV bringen, mehr darf es nicht kosten. Lassen Sie uns erstmal mit dieser Summe anfangen und dann schauen wir weiter. Kein guter Deal. Dass es teurer werden wird, ist von Beginn an absehbar. Und der künftige Ansehensverlust des Ingenieurs ist vorprogrammiert. Das Letzte, das ich noch hervorheben will, hängt eng mit der Aufrichtigkeit zusammen, Mut zur Verantwortung. Systematisch wurde und wird er uns ausgetrieben. Ein ganzer Berufsstand duckt sich weg in die Vollkaskowelt hinter tausenden Seiten von Regelwerken. In der Planung, in der Ausführung, erst recht in der Bauverwaltung. Viele Beispiele und Bereiche dafür ließen sich nennen. Einer sei nur hervorgehoben. Die Entwicklung angemessener Umgangsformen mit dem Erbe unserer Vorgänger. Die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, ja vielleicht die Kunst des Ingenieurs überhaupt, hat sich doch gerade dort zu bewähren, im Pflegen, Sichern und Weiterbauen der erhaltenen Zeugnisse historischer Ingenieurbaukunst. Gleichsam unter einem Brennglas kulminieren hier die technischen Herausforderungen jenseits des auf den Neubau ausgerichteten Regelkanons. Es gibt gute Beispiele, die zeigen, welch richtungsweisende Lösungen gerade dadurch entstehen können, dass Planer mutig und im Bewusstsein der Verantwortung für das Erbe bereit sind, die Grenzen des Geläufigen zu überschreiten und dies dann auch durchzusetzen vermögen. Das neue Museum etwa gehört dazu. Ein wenig vielleicht selbst unser Hochbahnviadukt in der Schönhauser Allee. Aber es gibt auch und immer wieder schier unüberwindbare Widerstände gegen alle nicht exakt dem aktuell festgeschriebenen Neubaustandard entsprechenden Lösungen. Genährt einzig und allein durch die Befürchtung, ich könnte ja Verantwortung übernehmen müssen. Aus der Praxis des eigenen Büros weiß ich, wovon ich spreche. Von einem solide im Regelwerk der Bahn begründeten Instandsetzungskonzept etwa, mit dem sich der gerade bundesweit diskutierte prachtvolle Chemnitzer Viadukt von 1905 erhalten statt ersetzen ließe. Und dass doch der Deutschen Bahn so unendlich schwer zu vermitteln ist, angesichts des dort ungebrochenen Paradigmas, nur ein neuer Viadukt ist ein guter Viadukt. Ich glaube, in den USA gab es mal so einen Spruch bezüglich der Indianer. Ich könnte auch berichten vom zähen Ring mit der Senatsbauverwaltung Abteilung 10 um den Erhalt der Yorkbrücke Nummer 5, der inzwischen ältesten Stahlbrücke Berlins von 1875. Da wurde doch tatsächlich der Nachweis gefordert, dass das Tragwerk selbst unter voller Verkehrslast, die es gar nicht mehr hat, nicht nur den Verlust der Gussstützen auf einer der beiden Seiten, nein, den sämtlicher Stützen gleichzeitig hinsichtlich Tragfähigkeit wie Gebrauchstauglichkeit verkraften können müsse. Ich wollte es wissen und habe internationale Kollegen dazu befragt. Wäre das bei euch auch so? Die Antworten hatte ich kaum anders erwartet. In der Schweiz etwa, die ja für ihre höchst unsicheren Verkehrswege bekannt ist, wäre die Forderung nach einem derartigen Nachweis absurd. Wie soll da Ingenieurbaukunst entstehen, wie Innovation aufkommen? Ich komme zum Schluss. Ingenieurbaukunst, das verlangt den Mut, an Grenzen zu gehen, nicht tollkühn, kompetent und wohlkalkuliert. Es verlangt, scheinbar unverrückbare Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. Nicht zuletzt die Dichotomie von Wissenschaft und Kunst. Heißt Ingenieurbaukunst nicht gerade diese beiden weniger als Gegensätze und vielmehr als Komplementäre zu verstehen lernen? Nahezu visionär erscheint aus heutiger Sicht ein Vortrag, den Fritz Stüssi, Professor für Baustatik und Stahlbau an der ETH Zürich,
1962 in Houston, Texas gehalten hat und in dem er von der, Zitat, Synthese von Intuition, Erfahrung, Wissen und Können sprach, die allein große Ingenieurbauwerke zu schaffen vermag. Diesen Syntheseprozess aber, so kein anderer als der Statiker Stüssi, dominiert die Ingenieurbaukunst, der sich die Theorie als Dienerin zu unterordnen hat. Und die Ingenieurbaukunst selbst war und ist eine Dienerin der menschlichen Zivilisation. Sie haben es längst gemerkt. Unter dem Deckmantel der Reflexion über Ingenieurbaukunst habe ich Ihnen mit Tugenden und Handlungsparametern eigentlich mein Idealbild eines auf Zukunft wie Geschichte ausgerichteten Bauingenieurs entworfen, der begeistert ist und begeistern kann. In Anthony Minghellas Film Der englische Patient fragt der Patient, der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs am gesamten Körper verbrannt, Gott verlassen, in einem oberitalienischen Kloster liegt, den einzigen Menschen, der bei ihm geblieben ist, eine junge und natürlich sehr schöne britische Krankenschwester: Warum pflegen Sie mich? Warum machen Sie das? Und sie antwortet: Weil ich Krankenschwester bin. Für diese Antwort, für dieses Ethos möchte ich werben. Dafür, dass wir Ingenieure wieder sagen lernen, wenn wir uns mit Herz und Verstand, mit Haut und Haaren für etwas einsetzen: Weil ich Ingenieur bin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.